Deswegen rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 41, den Antrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Realisierung einer Machbarkeitsstudie über eine UNESCO-Biosphärenregion Wiesbaden-Rheingau-Taunus-Mainspitze, Drucksache 19-5162. Zu Wort gemeldet hat sich hierzu Frau Kollegin Hamann, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir freuen uns über das Interesse der Stadt Wiesbaden, des Rheingau-Taunus-Kreises und des Main-Taunus-Kreises in Bezug auf eine mögliche Biosphärenregion Wiesbaden-Rheingau-Taunus-Mainspitze. Wenn die Kommunen gemeinsam mit dem Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus sich auf eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie für eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie aussprechen, ich betone ergebnisoffen, begrüßen wir das alle sehr. Und deshalb setzen wir uns auch dafür ein, dass die Landesregierung dies unterstützt durch die Inauftraggebung einer ergebnisoffenen Machbarkeitsstudie, dass sie diese dazu auch erarbeiten lässt. Im Vorfeld der Debatte, meine Damen und Herren, wurde immer mal auch die Frage gestellt, es gibt doch schon ein Biosphärenreservat Rhön in Hessen. Brauchen wir denn überhaupt noch eine Biosphärenregion, so wie sie jetzt schon seit einiger Zeit in der Diskussion ist? Dann kann man einfach sagen, eine Biosphärenregion in dieser Ausprägung wäre etwas ganz Besonderes. Bei einer Etablierung einer UNESCO-Biosphärenregion Wiesbaden-Rheingau-Taunus-Mainspitze wäre dies das einzige urban geprägte Biosphärengebiet in Deutschland und hätte auch Und es hätte auch im europäischen Rahmen einen unglaublichen Stellenwert. Was besonders wichtig ist, diese Biosphärenregionen gibt es weltweit nur dreimal. Das muss man sich einfach einmal vor Augen führen. In Österreich gibt es den Biosphärenpark Wienerwald mit der vorgelagerten Hauptstadt Wien. In Brasilien ist es Mata Atlantica. Und in Italien seit 2016 ist es nun Colina Po. Das heißt also, mit einer Ausweisung dieser Biosphärenregion würden wir möglicherweise bei einer Anerkennung, wenn das alles funktioniert mit der Machbarkeitsstudie, die ja ergebnisoffen ist, könnten wir es schaffen, dass wir tatsächlich an vierter Stelle kommen weltweit. Und das ist ein besonderer Stellenwert und das ist auch besonders zu beachten. Und das ist etwas wirklich Besonderes. Das UNESCO-Programm der Mensch und die Biosphäre, MAB, hat die Biosphärenreservate bzw. Regionen, man kann das auch unterschiedlich benennen, mit dem Ziel versehen, eine ausgewogene Beziehung zwischen Menschen und der Biosphäre auch zu fördern. Und das ist das Besondere. Nicht der Mensch wird ausgegrenzt, sondern es geht um den Menschen in der Biosphäre. Es ist der Gedanke der Nachhaltigkeit, der im Einklang von Ökologie, Ökonomie und auch ja, kann man sagen, sozialer und kultureller Umwelt in einer Biosphärenregion zum Ausdruck kommt. Und dies beinhaltet beispielsweise die Erhaltung des touristischen Kapitals, Natur, Landschaft und Kultur. Und gerade in dieser Region muss man ja sagen, gerade der Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor in diesem Bereich und gehört natürlich gerade in einer Biosphärenregion dann auch mit einer besonderen Beachtung ausgestattet. Es geht um die Bewahrung von Eigenart, Vielfalt und Schönheit auch des Landschaftsbildes. Aber auch bedeutend ist, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aber immer unter Berücksichtigung, das macht das Besondere an der Biosphäre aus, umwelt- und sozialverträglicher Standards erfolgen muss. Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe und die Nutzung regenerativer Energieträger. Die Stärkung des regionaltypischen Handwerks und Gewerbe durch regionale Wirtschaftskreislaufe. Es sollen neue Ansätze erprobt werden und auch etabliert werden, um den Schutz des Naturhaushaltes und der Entwicklung der Landschaft als Lebens- und Wirtschafts- und Erholungsraum miteinander auch zu verbinden. Die Entwicklung einer umweltgerechten Landnutzungspraktik, das heißt eine nachhaltige Land-, und Forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung, hat ebenfalls eine große Bedeutung. Dazu gehört auch die Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels. Und es zählt dazu auch, wie sieht es aus mit der Transporteffizienz im Personen- und Güterverkehr. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ganz besonders wichtig ist,
Eine Biosphärenregion ist keine Käseglocke. Es wird nichts darüber gestülpt und alles wird konserviert, sondern es wird auch darin gefordert, eine Weiterentwicklung, eine nachhaltige Weiterentwicklung. Es geht um diese nachhaltige Entwicklung im Einklang eben noch einmal mit Ökologie, Ökonomie und sozialer und kultureller Umwelt. Und es ist hervorzuheben, dass Biosphärenreservate oder Biosphärenregionen Umweltschutz und Wirtschaft zusammenbringen und ein einträchtiges Zusammenleben von Mensch und Natur auch bewirken sollen. Und da muss man einfach mal schauen, wie sieht denn diese Region aus? Und diese Region im Gebiet einer Metropolregion, diese Biosphärenregion im Gebiet einer Metropolregion Rhein-Main bietet unglaublich gute Chancen für eine beispielhafte Entwicklung einer auf Nachhaltigkeit gestützten Handlungs- und auch Wirtschaftsweise. Und dies ist mit Blick, und das tun wir auch, auf den bedeuteten Wirtschaftsstandort, den Bevölkerungszuwachs, den Arbeitsplätzen und den Wohnungen, der Verkehrsplanung sowie der nachhaltigen Trinkwassernutzung in der gesamten Metropolregion besonders wichtig. Und dafür gibt es auch einen Kriterienkatalog der UNESCO. Und laut diesem Kriterienkatalog der UNESCO muss eine Biosphärenregion Landschaften und Lebensräume umfassen, die von den Biosphärenreservaten der Bundesrepublik nicht ausreichend repräsentiert werden. Ich habe es eingangs schon gesagt, es wäre ein ganz gravierender Unterschied. Und aufgrund, das sagt auch dieser Katalog, die aufgrund ihrer natur- und kulturräumlichen wie auch gesellschaftlichen Gegebenheiten in besonderer Weise geeignet sind, das MAB-Programm der UNESCO beispielhaft umzusetzen und international zu repräsentieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Gegebenheiten einer Biosphärenregion Wiesbaden, Rheingau, Taunus, Mainspitze würden genau auch diesen Kriterien entsprechen können. Und wir können feststellen, dass auch jede Gemeinde in der angedachten Biosphärenregion ihre Besonderheiten und ihre eigenen markanten Aspekte auch hat. Diese würden im Rahmen einer ausgewiesenen Biosphärenregion in keiner Weise geschmälert oder verloren gehen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie können aus dem regionalen Kontext neue Bedeutung und Bekanntheit auch gewinnen. Und deshalb sage ich, es ist ein erstrebenswertes Ziel, diese Schätze zu heben und besser bekannt zu machen durch ein kooperatives Projekt und einen gemeinsamen Auftritt. Doch was sind die Besonderheiten dieser angedachten Biosphärenregion Rheingau, Wiesbaden, Rheingau-Taunus und Mainspitze? Ich habe das einfach einmal versucht, auch Revue passieren zu lassen, aber ich sage gleich vorweg, das kann ich nicht alles aufzählen. Da sind so viele gute Dinge drin, so viele Besonderheiten, so viele Pluspunkte, die man auch benennen müsste. Aber ich werde es nicht tun, ich werde es exemplarisch tun. Wir haben den Qualitätsanbau im Rheingau in Verbindung mit der Rheinromantik. Es sind die touristischen Schwerpunkte, die zahlreiche Menschen anlocken. Dazu gehören das Niederwalddenkmal und auch Rüdesheim. Im Rheingau-Taunus-Kreis haben wir eine große Waldfläche. Auf 55,7 %, das sind über 45.000 Hektar, sind sie auf der Fläche zu finden. Der Untertaunus ist von Landwirtschaft geprägt, und der Naturpark Rhein-Taunus bietet eine naturnahe Erholung nicht nur für Tagesflüge aus dem Rhein-Main-Gebiet. Im Naturpark Rhein-Taunus, wer dort schon einmal war, der weiß um die Besonderheiten, ist das größte Vorkommen der europäischen Wildkatze und der Äskulapnatter zu finden. Es gibt eine Reihe von Natura 2000-Gebieten mit einer besonderen Verantwortung für bestimmte Arten, wie z.B. auch den Hirschkäfer. Sie sind Perlen im Naturschutz, genauso wie die Natura 2000-Gebiete der Rheininseln, die Rast- und Überwinterungsgebiet für zahlreiche Vögel bieten, wie z.B. Schwarz- und Rotmilan. Um diese Aufzählung aber noch zu erweitern, es gibt zwei bedeutende, bereits bedeutende UNESCO-Welterbestätten, den Limes und dem oberen Mittelrheintal. Wiesbaden verfügt über zahlreiche Thermal- und Mineralquellen und ist eines der ältesten Kurbäder Europas. Kurbetriebe sind zu finden in Schlangenbad und in Bad Schwalbach. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Spannungsfeld von urbaner Metropolregion und einem vielfältigen Natur- und Landschaftsraum stellt für die UNESCO sehr wahrscheinlich ein interessantes Projekt auch dar. Und was besonders zu betonen ist, eine Anerkennung als UNESCO-Biosphärenregion würde bedeutende Chancen für die Einwerbung von Fördermitteln bei der Europäischen Union beinhalten, sei es jetzt ELA, LEADER,
ESF oder EFRE. Das heißt also, auch finanzielle Mittel werden auch in solche Regionen explizit auch geleitet, damit diese Region auch sich so entwickeln kann, wie man das von Seiten der UNESCO möchte. So, meine lieben Kollegen, aber mitentscheidend für den Erfolg eines Biosphärenreservates aber auch die Akzeptanz der ortsansässigen Bevölkerung. Diese Akzeptanz ist absolut wichtig. Es bedarf daher einer sorgfältigen Beratung, einer guten Öffentlichkeitsarbeit und Planung sowie eines kontinuierlichen Dialogs. Dieser Dialog muss mit Feingefühl und Fantasie geführt werden. Und das entspricht auch dem Willen der UNESCO. Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Da ist besonders wichtig, diese Akteure in eine mögliche Realisierung der Biosphärenregion mit einzubeziehen. Dieses Programm der UNESCO mit dem Titel Mensch und Biosphäre zeigt dies ausdrücklich. Es ist gewünscht, dass der Mensch dies mitgestaltet. Und wir von politischer Seite wollen es unterstützen. Und ich hoffe, dass wir eine breite Zustimmung zu unserem Antrag erhalten werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hamann. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Jürgen Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sollten dann erst einmal festhalten, was ein Biosphärenreservat überhaupt ist und was es bedeutet. Wenn wir hier darüber diskutieren wollen, meine Damen und Herren, wir reden von einer Mindestfläche von 30.000 Hektar. Und von diesen 30.000 Hektar müssen mindestens 3% als Kernzone stillgelegt werden und der Natur überlassen werden. Diese 3% Kernzone sind, wenn man in Europa so etwas überhaupt noch finden kann, aber so etwas ein Stückchen wie Urwald, europäischer Urwald. Wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass die Landesregierung bei der Ausweisung der Kernzone im Biosphärenreservat Rhön, die 3% zu erhalten, sich schon wahnsinnig schwer getan hat. Und, Frau Kollegin, Sie müssen dann auch, wenn Sie dieses tolle Projekt, wie Sie es beschreiben, skizzieren, müssen Sie dann auch sagen und die Frage beantworten, wo nehmen Sie die 3% Kernzone raus? Wo nehmen Sie die 3% Kernzone raus? Und wie groß ist dieses Gebiet insgesamt? Denn davon wird auch abhängig sein, wie viel macht denn dann 3% aus. Meine Damen und Herren, es wird auch wichtig sein, dass diese 3% dann auch aus dem Naturschutz heraus auch einen sinnvollen Zusammenhang haben. Da bin ich einmal gespannt, wie Sie das darstellen wollen. Weil neben der 3% Kernzone entgibt sich dann die Pflegezone von 25 bis 30%, die dort rum sich etablieren muss, um eben diesen Urwald über zu erzeugen, sozusagen als Pufferzone. Und wenn Sie sich dann überlegen, Frau Kollegin, dass Sie in einem dicht besiedelten Gebiet sind, Pflegezone und Kernzone zusammennehmen, dann müssen Sie aber wirklich intensiv ins Gespräch und wirklich auch im Vorfeld, nicht nach dem Motto, das klären wir dann irgendwann, dann müssen Sie es im Vorfeld genau sagen, wo Kernzone und Pflegezone dann hinkommen sollen. Also mit Ihrem vorliegenden Antrag werden Sie da nicht so sehr deutlich, denn der Antrag hat für mich da keine genaue Zielrichtung. Meine Damen und Herren, offenbar hat man einfach eine Fläche ausgewählt und sucht jetzt durch eine Studie nach dem Grund, warum es ein Biosphärenreservat dann werden soll. Andersrum wird normalerweise ein Schuh draus. Sie können nicht sagen, nach dem Motto, wir hätten jetzt gerne hier noch einmal ein Biosphärenreservat, sondern die UNESCO kommt in der Regel auf Antrag und sagt, jawohl, Sie haben recht, hier ist so viel Substanz schon vorhanden. Das ist so eine einmalige Struktur, z.B. das Wattenmeer oder nehmen Sie die Dünen in Spanien, dass man sagt, jawohl, das ist ein Biosphärenreservat und bitte lasst es uns schützen und dann die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin, da sind Sie die Antwort schuldig geblieben. Also, was ist die besondere
schützenswerte Eigenschaft in der Frage der Natur. Sie haben den romantischen Rhein jetzt erwähnt. Sie haben das Niederwalddenkmal. Sie haben die UNESCO-Weltkulturerbe erwähnt. Sie haben die ehemaligen Staatsbäder erwähnt. Also, Frau Kollegin, Tourismus ist alles keine Grundlage für ein Biosphärenreservat. Das hat mit einem Biosphärenreservat überhaupt nichts zu tun. Es ist schön und gut, dass wir das dort haben, aber ein Ansatz dafür, dass wir sozusagen aus einer einmaligen Natur haben, die auch Vorbildfunktionen haben kann, damit hat das alles, was Sie geschildert haben, nun mal leider überhaupt nichts zu tun. Meine Damen und Herren, welche Lehren können denn dann aus diesem, zum größten Teil ja ein Weingebiet, dann die Erfahrungen aus dem Rheingau für andere Regionen in Europa sein? Da haben wir allein noch unsere Partnerregion, die Aquitaine, die Emilia. Das sind wirkliche große Weinbaugebiete. Wo können wir für die denn sogar Vorreiter sein? Auch das ist Teil eines Biosphärenreservats, dass sich andere dann an uns orientieren. Da bin ich einmal gespannt, wie Sie das darstellen wollen. Und mit den Argumenten, die Sie hier jetzt vorgetragen haben, kommen Sie da nicht weiter. Alleine die Frage der Kernzone, auch da ist die Bewirtschaftung von wegen Weinanbau, ist da mit Sicherheit nicht der richtige Ansatz. Meine Damen und Herren, die Frage der Akzeptanz, wer aus Fulda, aus der Rhön kommt, Kollege Meißner ist da, ehemaliger Bürgermeister in Thann, Kollege Arnold, wir wissen, über wie viele Jahre man auch in Fulda sehr skeptisch war, was die das Biosphärenreservat Rhön angelangt hat. Wie lange man gebraucht hat, um die Menschen in der Rhön dort in einen Prozess mit einzubinden. Also, ich habe gestern mal kurz mit dem Dr. Bayer darüber gesprochen. Er sagte auch, also, es hat ungefähr 10 Jahre nach der Einführung des Biosphärenreservats gedauert, bis die Menschen auch erkennen konnten, wo ihre Vorteile darin liegen. Das ist eine große Herausforderung, wenn Sie das angehen wollen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass man jetzt hier einfach nur einen Prüfauftrag geben will. Das ist dann das mal ein schönes Projekt, aber am Ende sagt man dann, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also, weil Sie dann am Ende dann wirklich sehr konkret werden müssen, und dann werden Sie es mit erheblichen Widerständen dann zu tun bekommen. Meine Damen und Herren, einer der großen Probleme, die Sie auch in dieser Region haben, die uns auch unterscheidet dann in der Rhön, ist, dass es eben keine zusammenhängende Identität gibt. Die Rhöner haben das. Die Rhöner stehen, ob das die bayerische, die thüringische, die hessische Rhön ist, sind Rhöner. Sie vertragen sich nicht immer unbedingt mit den Fulderern, aber sie haben eine einheitliche Identität. Eine einheitliche Identität. Meine Damen und Herren, deswegen ist das auch eine Erfolgsstory. Und ob sich ein Wiesbadener dann mit einem Hochheimer am Ende dann auch eine eigene zusammenhängende Identität schaffen kann, da bin ich denn mal doch durchaus im Zweifel. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass der Ballungsraum, wie der hier vorliegt, für ein Biosphärenreservat nicht geeignet ist. Und ich will Ihnen noch eins mitgeben. Bevor wir uns an das zweite Biosphärenreservat machen, wäre es doch nun wirklich gut. Wir haben wirklich mit dem Biosphärenreservat Rhön etwas geschaffen, was sehr einmalig ist, was wirklich Vorbildcharakter hat, was auch für die Wirtschaftskraft wirklich etwas dazu beiträgt. Frau Hinz, Sie haben doch gleich Gelegenheit, wenn ich Ihnen jetzt hier so auf die Nerven gehe. Sie können doch gleich antworten. Meine Damen und Herren, wichtiger wäre doch gewesen, einmal zu sagen, wie gehen wir mit der Kernzone im Biosphärenreservat Rhön um? Sie können eben es nicht wegdiskutieren. Die Frau Puttrich hat seinerzeit noch einen Flickenteppich hinterlassen, der aus Naturschutzgesichtspunkten nicht sonderlich sinnvoll war. Das Land hat mit einem Kraftakt das Geld zur Verfügung gestellt, um die 3%, um die Flächen zu erwerben. Nur in einem direkten Zusammenhang sind die 3% in der Rhön eben nicht. Wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir sagen, wir wollen Biosphäre wirklich etwas Besonderes machen, dann lassen Sie uns lieber das Geld in die Hand nehmen als Land Hessen
und aus der Kernzone, und das dürfen dann mehr werden als 3%, dann kann nämlich auch das Biosphärenreservat in der Rhön auch wieder weiter wachsen und für mehr Menschen eine Chance bieten. Frau Kollegin, da würde dann ein Schuh draus, dass wir diesen Flickenteppich endlich beenden und wirklich eine Kernzone schaffen, die auch wirklich sinnvoll ist. Meine Damen und Herren, wir haben es z.B. mit dem Jugend, wo das, die Immobilie, wo das Jugendbildungswerk untergebracht ist, oder die Verwaltungsstelle, die historischen Gebäude auf der Wasserkuppe. Frau Kollegin, Sie sind seit Jahren in einem bedauerlichen Zustand. Bevor wir uns jetzt wieder auf den Weg machen, die zweite Baustelle aufzureißen, wo wir nicht wissen, wie es ausgeht, wäre es sinnvoll, die Energie dafür zu verwenden, wirklich die Verwaltungsstelle und die Einrichtungen, die auf der Wasserkuppe sind, wirklich einer modernen und vernünftigen Nutzung zuzuführen, dass das Biosphärenreservat Rhön wirklich für alle erlebbar wird und dass dieses Provisorium dann endlich ein Ende hat. Da wären wir dann wirklich auf einem guten Weg. Das wäre aller Ehren wert. Da hätten Sie uns auch an Ihrer Seite. Und dann haben Sie die nächste Frage zu beantworten. Wer soll denn die Verwaltungsstelle führen? Die Landkreise, Frau Kollegin? In Fulda hatten wir es mit einem Landkreis zum größten Teil zu tun. Oder macht es dann das wieder das Umweltministerium? Die Frage hatten wir seinerzeit, und uns war klar, es ist viel sinnvoller, die Stelle, die Verwaltung wirklich in die Region zu geben, weil die Menschen vor Ort besser wissen, wie sie damit umgehen, als es aus dem Ministerium zu lenken ist. Auch das sind Fragen, Frau Kollegin, die Sie dann irgendwann einmal beantworten wollen. Sie haben mehr Fragen mit einem schönen Bild, was Sie aufgezeichnet haben, für eine Region, die wir dafür ungehalten halten. Und, meine Damen und Herren, es wäre besser, wir würden die Energie in das Biosphärenreservat stecken, das wir schon haben. Und das ist das Biosphärenreservat Rhön. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes hat sich gemeldet für die Fraktion der SPD Herr Kollege Marius Weiß. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach Fibronil heute früh, jetzt die Biosphärenregion. Thematisch könnte man sagen, nach den alten Eiern nun die ungelegten Eier. Dachte ich zumindest, dass es sich hier um ungelegte Eier handeln würde. Aber auf den Punkt komme ich nachher noch einmal zu sprechen. Wir reden hier über die Biosphärenregion Wiesbaden-Rheingau-Taunus-Mainspitze. In der Tat ein hochinteressantes Projekt. Deswegen hat der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises auch auf Antrag der SPD-Fraktion dort beschlossen, dieses Projekt weiterhin zu untersuchen. Unsere Landschaft in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main steht unter Druck. Die Region wächst dynamisch. Wir haben einen fortschreitenden Flächenverbrauch. Unsere Region hat aber auch große Chancen, Teil dieses weltweiten Netzwerkes der UNESCO zu werden. Eine Biosphärenregion im Gebiet von Taunus, Rheingau, Wiesbaden, Main-Taunus und Rhein kann vor allem folgende Zielsetzung nachkommen: Bewahrung und Entwicklung einer über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft mit einer einmaligen Landschaft und Merkmalen, nachhaltige Entwicklung einer Metropolregion im Einklang mit der Bewahrung der Natur und grünen Infrastruktur, Bewahrung und Beförderung der biologischen Vielfalt in einer prosperierenden Region und nachhaltig wirksame Maßnahmen zur Klimaanpassung, zur Energiewende und zur Infrastrukturentwicklung. Das alles sind Punkte, in denen wir große Chancen sehen in einer solchen Biosphärenregion. Aber es gibt, und das hat der Kollege Lenders angesprochen, das kann man natürlich nicht ganz wegwischen, auch viele Akteure vor Ort, die darin Risiken sehen. Und man muss das Ganze abwägen. Man muss vor allen Dingen aufklären über alles, was eine solche Region bedeutet. Und dazu gehört es dann auch, zu sagen, dass eine Kernzone selbstverständlich erforderlich ist, die aber auch schon definiert ist, und dass kein kommunaler Wald betroffen ist dabei, sondern dass es sich hierbei ausschließlich um hessischen Staatswald handelt. Und auch eine Pufferregion, Jürgen Lenders, ist erforderlich, nicht von 25-30%, sondern von 20%. Und auch die ist dementsprechend schon klar umrissen.
Und beides wird im Übrigen im Rheingau-Taunus-Kreis liegen. Und ich finde, wenn der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises diesem Machbarkeitsstudie zustimmt, dann sollte man das auch hinnehmen, weil die haben sich sicherlich mit diesen Bedenken auseinandergesetzt. Im Übrigen bedeutet 20% Kernzone und Pufferzone ja auch, dass 80% dieses Gebiets völlig frei von Restriktionen ist. Die Etablierung einer Biosphärenregion im Gebiet einer europäischen Metropolregion ist eine große Herausforderung. In Deutschland ist so etwas Neuland. Die Machbarkeitsprüfung, rechtliche Ausweisung und das UNESCO-Antragsverfahren und Etablierung einer urban geprägten Biosphärenregion ist ein sehr großes Vorhaben mit vielen Facetten. Gerade in einer Metropolregion sind die Problemstellungen der Umwelt-Mensch-Beziehungen am größten und kompliziert zu lösen, da schon heute über 50% der Menschheit in Städten und Ballungsräumen lebt. Eine Biosphärenregion lebt von und mit ihren Menschen. Die Zivilgesellschaft und ihre Teilhabe und deutliche Einbindung sind daher ausschlaggebend für den Erfolg eines solchen Projekts. Dies soll und muss daher von Beginn eines Prozesses zu seiner Realisierung und Durchführung gewährleistet werden. Sein. Und da kommen wir jetzt so langsam in den Bereich, auch, wo die Landesregierung tätig werden müsste. Denn das ist jetzt natürlich eine klare Aufgabe, auch eine entsprechende Einbindung der Akteure vor Ort hier zu administrieren. Es gibt vor Ort eine ganze Menge von Einzelpersonen, aber auch von Verbänden, Institutionen, die sich bereits mit diesem Thema beschäftigen. An erster Stelle muss hier genannt werden der Naturpark Rhein-Taunus mit dem Geschäftsführer Andreas Wennemann. Der Naturpark könnte als zentrale Kooperationsstelle z.B. und zur Koordinierung einer wichtigen Rolle dienen, gegebenenfalls in der Biosphärenverwaltung später einmal aufgehen. Die Stiftung Unser Land Rheingau und Taunus ist hier zu nennen, aber auch Bildungsinstitutionen vor Ort. Ich nenne hier die Hochschule Geisenheim, die als fester Partner auftreten könnte. Der dortige Professor Werk hat sich sehr, sehr hervorgetan, hochinteressante Ideen zu diesem Punkt entwickelt. Aber auch die Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden oder die Hochschule Fresenius in Idstein können hier wichtige Partner sein. Viele Verbände und Einzelpersonen sind bereits engagiert und interessieren sich für diese Themen und befassen sich damit. Auch kritische Verbände. Kreisbauernverband, der hat sich damit befasst, aber auch natürlich Jürgen Lenders hat das Thema Weinbau erwähnt, was im Rheingau-Taunus besonders wichtig ist, der Rheingauer Weinbauverband. Natürlich gibt es da auch kritische Stimmen. Und der Präsident des Rheingauer Weinbauverbandes, unser ehemaliger Kollege Peter Seifert, hat schon Kontakt aufgenommen mit der Wiener Region. Kollegin Hammann hat es ja gesagt, dass es eine solche Biosphärenregion auch in Wien gibt, um zu schauen, wie man Weinbau betreiben kann in einer solchen Biosphärenregion und was es da für Restriktionen eventuell gibt. Also, es gibt eine Menge Akteure vor Ort, und es gilt jetzt, dass die Landesregierung gefordert ist, diese Akteure auch mitzunehmen und vor allem für Akzeptanz zu werben. Ich kann Ihnen allerdings auch nicht ersparen, Frau Hammann, dass ich bei den GRÜNEN bis jetzt wenig Erfolg darin sehe, in dieser Handlungsweise. Ich will Ihnen das an ein paar Beispielen erklären. Es ist ja nicht nur Rheingau-Taunus dabei, nicht nur Wiesbaden dabei, sondern auch der Main-Taunus-Kreis. In Ihrem Antrag steht ja drin, dass auch der Main-Taunus-Kreis sich dafür aussetzt und die Bereitschaft unterstützt. Jetzt sage ich Ihnen einmal, wie das gelaufen ist. Ihre hauptamtliche Kreisbeigeordnete Frau Overdiek im Main-Taunus-Kreis hat die betroffenen vier Bürgermeister eingeladen, hat die mit ziemlich dicken Tischvorlagen zugekleistert, hat gesagt, ihr könnt ja jetzt erst einmal eine Lesepause machen, euch mal mit dem Thema beschäftigen. Die sind dann ziemlich wutentbrannt rausgegangen. Im Kreistag ist das ganze Thema überhaupt nicht befasst worden. Das, was hier drin steht, dass der Main-Taunus-Kreis das Ganze unterstützen würde, ist schlicht die Unwahrheit. Und ich finde, so wirbt man nicht in einem Kreisteil für Akzeptanz, wenn man so etwas Falsches hier in den Antrag reinschreibt. Der zweite Punkt. Für Akzeptanz werben, liebe GRÜNE, so macht man das nicht. Zweiter Punkt. Diesen Antrag bringen Sie hier im Alleingang ein. Also, ich finde, wenn man so etwas auch politisch auf breite Füße stellen will und wenn man weiß, dass mit Ausnahme der FDP hier noch zwei andere Fraktionen außer der Koalition, nämlich die LINKE und die SPD sind, die im Kreistag dazugestimmt haben und die im Grundsatz diesem Projekt offen gegenüberstehen, dann finde ich es
ziemlich unklug, aus reinem Themenmangel für einen Setzpunkt aus diesem Punkt einen Alleingang zu machen und die anderen Fraktionen dabei nicht einzubinden. Das ist der nächste Punkt. So macht man es nicht, wenn man Akzeptanz schaffen will. So macht man es nicht. Bereitschaft des Main-Taunus-Kreises habe ich schon erwähnt. Was im Antrag drinsteht, stimmt nicht. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Da steht hier drin, der Landtag bittet die Landesregierung, eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie in die Wege zu leiten. Oh, kann man ja aus unserer Sicht erst einmal nichts dagegen haben. Dann gucke ich einmal nach in der hessischen Ausschreibungsdatenbank. Und dann sehe ich da HAD mit der Referenznummer 173265, können Sie ja einmal nachschauen, Auftraggeber Land Hessen, vertreten durch das HCC, Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber, Rahmenvertrag zur Erstellung, Prozessbegleitung und zum Management einer Machbarkeitsstudie Biosphärenregion im Gebiet Rheingau-Taunus, Wiesbaden, Mainspitze. Tag der Veröffentlichung in der HAD, 24.08.2017. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der GRÜNEN, man könnte fast meinen, das ist eine Missachtung des Parlaments. Das ist aber mindestens eine echte Unverschämtheit, was Sie uns hier vorlegen. Wir sollen hier heute beschließen, dass die Landesregierung gebeten wird, eine solche ergebnisoffene Machbarkeitsstudie auf den Weg zu bringen, was sie längst getan hat. Und das mit Datum vom 22. August. Am 24. hat sie das auf den Weg gebracht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für dumm verkaufen können wir uns alleine. Und mich ärgert es wirklich, weil wir inhaltlich zu dieser Machbarkeitsstudie stehen. Wir stehen inhaltlich zu dieser Machbarkeitsstudie, und wir würden gerne auch diesem Antrag zustimmen. Aber wenn hier erstens etwas Falsches zu drin steht, was die Zustimmung vom Main-Taunus-Kreis angeht, wenn hier zweitens wir wirklich veräppelt werden sollen und etwas beschließen sollen, was die Landesregierung längst gemacht hat, und das ein reiner Schaufensterantrag ist, dann hat das eher etwas mit Eigensinn zu tun und mit amateurhaftem Verhalten und trägt nicht dazu bei, die Akzeptanz für einen solchen Antrag zu erhöhen. Deswegen können wir uns bei dem Antrag heute nur enthalten, was ich sehr, sehr bedauere. Aber da ist niemand anderes für verantwortlich als Sie, liebe Frau Hamann, und Ihre Fraktion und diese Landesregierung. Und wenn man so weiter mit dem Projekt umgeht wie Sie, dann fährt man das gegen die Wand. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet für die Fraktion der CDU Frau Kollegin Müller-Klepper. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessen ist ein Land voller wunderbarer Landschaften und großartiger Natur. Obwohl wir der Verkehrsknotenpunkt Europas und eine der wirtschaftsstärksten Regionen der Welt sind, haben wir unsere Umwelt und Natur bewahrt, und wir arbeiten dafür, sie auch in Zukunft zu erhalten. Neben flächendeckenden Maßnahmen für Umweltschutz und Artenvielfalt spielen dabei auch und gerade unsere Naturschutz-Großprojekte eine wichtige Rolle. Wir haben mit dem Kellerwald einen großartigen Nationalpark, der in der Region sehr gut angenommen wird, der den Tourismus am Edersee belebt und ergänzt hat und der für den Erhalt unserer traditionellen Umweltstrukturen gerade im Bereich der Buchenwälder und die damit verbundenen Arten eine wesentliche Rolle spielt. Und wir haben ein länderübergreifendes UNESCO-Biosphärenreservat in der Rhön, das ebenfalls sehr erfolgreich ist. Auch hier funktioniert der Schutzstatus sehr gut mit den Zielen einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung, mit dem Tourismus und mit den Wünschen der Region. Ich könnte noch viele weitere erfolgreiche Beispiele nennen, sei es das Großprojekt Hoher Vogelsberg, das UNESCO-Projekt Lebenswerte Lahn oder das Grüne Band durch Hessen. Unser heutiges Thema ist nun ein weiterer Schritt in diesen Aktivitäten, ein weiterer Baustein, mit dem wir eine Region in den Blick nehmen,
die über viele Vorzüge verfügt, die wirtschaftlich stark ist, die über eine einzigartige Landschaft, über kulturelle Vielfalt verfügt. All dies gilt es zu bewahren und behutsam weiterzuentwickeln. Frau Kollegin Hammann hat bereits einige Glanzlichter dieser Region beschrieben. Wir haben seit vielen Jahren die Diskussion über die Idee, gebietskörperschaftsübergreifend in Wiesbaden, im Rheingau-Taunus und an der Mainspitze eine weitere Biosphärenregion einzurichten. Der Ansatz, eine solche Region im hochverdichteten Bereich des Rhein-Main-Gebiets und unter Beteiligung der Landeshauptstadt zu entwickeln, ist herausfordernd. Denn wenn man an Biosphäre denkt, dann kommen einem sicherlich nicht zuallererst die hochentwickelten, wirtschaftlich starken, von einem engen Straßen- und Schienennetz durchzogenen Regionen am Zusammenfluss von Rhein und Main in den Sinn, ebenso wenig wie die Landeshauptstadt mit ihrer hohen Siedlungsdichte. Genau deshalb ist es aber auch eine spannende Frage. Kann eine UNESCO-Biosphärenregion in einem so verdichteten Raum funktionieren? Bekommen wir den Schutz unserer Landschaft, der Natur, der Arten, die hier leben, in guten Einklang mit der Entwicklung der Region, mit dem nötigen Straßenausbau, mit der Land- und Forstwirtschaft und natürlich insbesondere auch dem Weinbau? Können wir den Menschen im Ballungsraum ein UNESCO-Naherholungsgebiet vor ihrer Haustür bieten, das Chancen für Tourismus und vieles mehr bietet, ohne dass wir die Dynamik der Region gefährden? Und findet ein solches Vorhaben Akzeptanz bei den Menschen vor Ort? Denn nur wenn eine Biosphärenregion von den Menschen getragen wird, dann kann sie auch funktionieren. Entschuldigung, Frau Kollegin. Ich muss jetzt einmal bitten, hier im Bereich des Plenums sind die Gespräche jetzt doch etwas am Überhand nehmen. Vielleicht können wir etwas mehr Aufmerksamkeit der Rednerin widmen. Der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises hat sich schon mehrfach mit dem Thema beschäftigt und Offenheit für die Idee gezeigt. Und vor Kurzem hat nun auch die Stadt Wiesbaden signalisiert, dass sie zumindest der Antwort auf die offenen Fragen auch offen gegenübersteht. Ich will hier sehr deutlich sagen, dass es mir und meiner Fraktion an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt genau darum geht. Es gibt Fragen, bei manchen Sorgen oder Befürchtungen, bei anderen Hoffnungen oder Erwartungen. Beidem, den Hoffnungen und den Befürchtungen, begegnet man am besten mit Fakten statt mit Spekulationen. Und die Regierungsfraktionen von CDU und Bündnis 90 Grüne haben daher vereinbart, und dies ist auch bereits in der Koalitionsvereinbarung verankert, dass wir eine Machbarkeitsstudie gemeinsam mit den Betroffenen in den Regionen auf die Schiene bringen. Als Land wollen und können wir diesen Prozess begleiten. Wir wollen und werden ihn aber nicht vorschreiben. Wir legen Wert darauf, dass diese Studie ergebnisoffen ist. Wir müssen Chancen und Risiken unvoreingenommen ernsthaft prüfen, um zu wissen, dann, welche Sorgen berechtigt und welche unberechtigt sind. Und das gilt genauso für die Hoffnungen und Erwartungen, die damit verbunden sind. Wir möchten daher, dass man sich fachlich und rechtlich vertiefter damit beschäftigt, wie eine solche Region ausgestaltet werden könnte. Und wir wollen dies wissenschaftlich fundiert tun. Hat man, das ist schon angesprochen, thematisiert worden, die nötigen Flächen, um die Anforderungen der UNESCO zu erfüllen, ohne dass man weitere Stilllegungen oder Eingriffe zulasten des Weinbaus oder von Forst und Landwirtschaft machen muss? Kann man einen wirklichen, messbaren Nutzen für Naturschutz, Artenschutz, Landschaftsschutz erreichen? Bringt ein solches Projekt der Region wirklich bessere Chancen im Tourismus? Beschneiden wir an irgendeiner Stelle Entwicklungsziele oder Entwicklungspotenziale, die wir als Region brauchen und erhalten wollen? Es gibt, auch das ist schon angedeutet worden, in den Regionen auch Verantwortungsträger, die dem Vorhaben sehr skeptisch gegenüberstehen und die der Auffassung sind, es geht nicht. Ich habe Verständnis dafür,
dass eine solche Debatte Sorgen auslöst und dass hierdurch auch Widerstände entstehen. Denn die Fragen sind ja nicht trivial. Sie betreffen ganz direkt und unmittelbar viele Menschen. Und deshalb dürfen wir auch nicht den Eindruck erwecken, wir würden eine solche Maßnahme mal eben über die Köpfe der Leute hinweg einfach umsetzen und dann sehen, was passiert. Genau so machen wir es nicht. Wir nehmen die Ängste und Sorgen sehr ernst, und wir gehen sehr sorgfältig mit ihnen um. Uns ist wichtig, dass der Prozess mit einer breiten Beteiligung der Betroffenen, der Akteure vor Ort im Dialog stattfindet. Es ist bereits genannt worden, es gilt natürlich, die Kommunen einzubinden, den Weinbau, die Bauernverbände, aber auch die guten Institutionen, über die wir in den Regionen verfügen. Die Hochschule Geisenheim University ist genannt worden. Ich halte es für richtig, dass wir alle diese Fragen mit wissenschaftlicher Expertise prüfen. Denn so wenig Hoffnungen und Erwartungen allein ausreichen, um ein solches Projekt umzusetzen, so wenig reichen Ängste und Befürchtungen aus, ein Projekt einfach abzulehnen. Und hier ist die Machbarkeitsstudie der richtige Weg. Für sie hat sich auch ausdrücklich der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises mit breiter Mehrheit ausgesprochen. Sie schafft das Fundament für die weitere Debatte, für das Abwägen der Vor- und Nachteile und dann letztendlich für das Treffen der Grundsatzentscheidung. Und es wird keine Schnellschüsse und es wird kein Gefälligkeitsgutachten geben, sondern eine objektive Prüfung aller Aspekte und eine fundierte Analyse. Anhand der Ergebnisse kann dann beurteilt werden, ob die Chancen die Risiken überwiegen und man für die Probleme Lösungen findet, oder ob Probleme und Widerstände doch eine so ernsthafte Grundlage haben, dass man von dem Vorhaben Abstand nimmt. Das ist das richtige, verantwortungsbewusste Vorgehen für ein Projekt wie dieses, das seine Wirkung über Jahrzehnte entfalten wird. Ich begrüße, dass wir uns mit den Verantwortungsträgern in der Region auf ein solches Verfahren einigen konnten. Wenn wir so vorgehen, kann das ein interessanter und spannender Prozess werden, und er wird auf jeden Fall auch innovativ sein, denn es werden die Kreis- und Stadtgrenzen übergreifend gemeinsam Antworten auf die Fragen der Regionalentwicklung gesucht werden. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Klepper. Ich erteile jetzt das Wort der Abg. Frau Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Präsident, Sie müssen schon Verständnis dafür haben, dass es auf der linken Seite des Hauses eben ein bisschen Unruhe gegeben hat, nach dem, was Markus Weiß in seiner Rede hier öffentlich gemacht hat, und dass anschließend Frau Müller-Klepper hierher ans Mikrofon geht und ihre vorbereitete, standardisierte Rede ohne eine einzige Bemerkung zu dem, was wir hier erfahren haben, abhält. Das ist schon hardcore. Frau Abg. Schott, wenn Sie meinen, meine Verhandlungsführung kritisieren zu müssen, dann machen Sie das bitte auf dem geeigneten Weg, aber nicht hier während der Sitzung. Bitte sehr. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Entschuldigung. Ich wiederhole noch einmal, wenn Sie meinen, es gäbe etwas an meiner Verhandlungsführung zu kritisieren, dann wählen Sie bitte den dafür geeigneten Weg, aber nicht hier im Plenum. Ansonsten, wenn wir das länger erörtern müssen, unterbreche ich die Sitzung. Bitte führen Sie Ihre Rede fort. Herr Präsident, ich habe nicht an Ihrer Sitzungsleitung kritisiert. Ich habe lediglich erklärt, warum in diesem Haus hier gerade ein gerüttelt Maß an Empörung herrscht. Und ich finde, dass wir darüber hier auch reden sollten. Und nein, das gerüttelte Maß an Empörung liegt nicht daran, dass ich rede, sondern dass anschließend, nach dem, was Herr Weiß uns gesagt hat, Frau Müller-Klepper es fertigbringt, hierher geht und ihre standardisierte Rede, die sie vorher geschrieben hat, auch hält, ohne irgendetwas daran zu verändern, dass wir hier mit einem Antrag konfrontiert werden, der im Grunde genommen obsolet ist und den, wenn Sie auch nur ein bisschen Political Correctness und Respekt vor diesem Haus an den Tag legen würden, zurückziehen würden und sich bei diesem Parlament entschuldigen würden dafür, dass wir hier etwas zustimmen sollen, was Sie gedenken zu tun, was Sie längst getan haben.
was Sie längst getan haben und wo Sie so tun, als ob Sie an dieser Stelle hier einen Beteiligungsprozess auf den Weg bringen wollen, den es überhaupt nicht gibt. Es gibt diesen Beteiligungsprozess hier offensichtlich überhaupt nicht. Ich finde das gerade bei diesem Thema unglaublich traurig. Unglaublich traurig. Denn Sie hätten haben können, dass die Mehrheit dieses Hauses hier, und zwar eine große Mehrheit dieses Hauses hier, Ihrem Antrag zustimmen würde. Wir hätten es getan. Ich bin sicher, die SPD hätte es auch getan, wenn es denn ein ernsthafter Antrag gewesen wäre, dass dieses Parlament eine Regierung auffordert, etwas zu tun. Aber Sie haben es ja längst getan. Also brauchen wir Sie nicht mehr aufzufordern. Und verkaspern lassen müssen wir uns hier von niemandem. Wissen Sie, im Grunde genommen ist das, was Biosphärenreservate machen, nämlich eine großartige Sache. Es geht um solidarische gesellschaftliche Veränderungen, es geht um nachhaltiges Wirtschaften und um nachhaltige Lebensweisen. Und so etwas würde einer LINKEN natürlich niemals entgegenstehen, sondern es ist genau der Duktus unserer Politik. Und genau deshalb würden wir einen solchen Antrag auch im Normalfall immer mittragen. Da es hier aber ja gar nicht mehr um das Beantragen eines solches geht, ist das ja auch eine andere Situation. Fraglich ist noch ein bisschen, ab wie ernst Sie das meinen, wie ernst diese Regierung tatsächlich meint, hier etwas verändern zu wollen im Sinne von Nachhaltigkeit, wenn man sich anguckt, dass es beispielsweise auch das Staatsweingut betrifft und dass hier dieses Staatsweingut eine gute Vorreiterrolle hätte. Und wenn Sie ja eh schon entschieden haben, dass Sie das alles machen wollen, dann würde mich schon einmal interessieren, wann denn der Umstellungsprozess auf ökologische Wirtschaft auch auf dem Staatsweingut beginnt und warum der nicht längst begonnen hat. Und warum wir hier nicht zertifizierte ökologische Weine haben, weil das wäre dann eine echte Vorreiterrolle. Und das wäre sozusagen auch die doppelte Vorreiterrolle, weil das würde auch auf andere Unternehmungen und auf Weinbauern in der Region eine ausstrahlende Wirkung haben, nämlich a, sich zu beteiligen an dieser Umstellung und b, so zu produzieren, wie es eigentlich im tieferen Sinne der Biosphärenreservate auch gemeint ist. Und ich kann mich ausnahmsweise auch an einige Kritikpunkte der FDP anschließen, wenn es nämlich darum geht, zu sagen, wir haben schon einmal eins, wo viele Dinge nicht ordentlich gemacht werden. Das, was da in der Rhön gemacht wird, ist Stückwerk, ist fürchterliches Stückwerk. Und da sollte man erst einmal seine Hausaufgaben gut und ordentlich machen. Das haben wir vor Jahren schon gesagt, dass es eine Notwendigkeit ist, endlich das zu machen, was in einer Kernzone notwendig ist, nämlich nicht mit Munition drin rumzutrampeln. Und es kann auch nicht darum gehen, hier einer Region nur ein besser zu vermarktendes touristisches Etikett aufzulabeln. Ja, natürlich soll die Region auch touristisch davon profitieren, logischerweise. Aber das alleine ist nicht alles. Man muss hier über viel mehr Dinge nachdenken, über ökologischen Umbau, über mehr öffentlichen Personennahverkehr, dass eben genau der Verkehr zurückgedrängt werden kann, darüber, wie man Güterverkehr der Regionen belastet, anders leitet, damit die Menschen und die Region nicht unendlich darunter leiden. Alle solche Fragen wären zu beantworten, alle solche Fragen sind zu klären und sollen hoffentlich in der Zukunft auch angegangen werden. Aber erwarten Sie von uns bitte für diesen Scheinantrag, denn es ist ja nur ein Scheinantrag, nicht nur ein Schaufensterantrag, keine Zustimmung mehr. Das haben Sie leider vergeigt. Vielen Dank, Frau Abg. Schott. Spricht jemand für die Landesregierung? Sonst liegen mir keine Wortmeldungen vor. Frau Schott, ja. Kann ich nicht riechen. Frau Staatsministerin Hinz, bitte, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, ich glaube, man kann die Aufregung wieder ein bisschen runterfahren. Ich begrüße und freue mich zunächst einmal, dass die Stadt Wiesbaden und der Rheingau-Taunus-Kreis Beschlüsse gefasst haben, die es ermöglicht haben, dass wir vom Ministerium aus die Gespräche führen konnten über die Möglichkeit der Einrichtung einer Biosphärenregion. Und diese Gespräche haben bereits stattgefunden. Und aus diesen Gesprächen ging hervor, das, was auch in dem Antrag steht, der Koalitionsfraktionen, dass es dringend geboten ist, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Und das, was bislang stattfindet, ist lediglich ein Interessensbekundungsverfahren. Es ist keine Auftragsvergabe erfolgt,
und es ist vor allen Dingen überhaupt noch nicht über den Auftrag entschieden. Von daher finde ich, kann man diese Aufregung jetzt wieder ein bisschen zurückfahren und sich dann doch über das Eigentliche hier unterhalten. Die Idee für eine solche Entwicklung einer Biosphärenregion muss natürlich in der Region selber verankert sein. Denn es geht ja um ihre eigene nachhaltige Entwicklung. Wir alle wissen, dass es sich um eine dynamische Wachstumsregion handelt. Mit so einer Machbarkeitsstudie kann geprüft werden, wie dieses Wachstum nachhaltig und zukunftsfest gestaltet werden kann. Wir wollen ja eine Orientierung hin auf eine klimafreundliche, naturverträgliche, aber auch durchaus der Wirtschaft zuträglichen Wachstumsregion wollen wir gestalten. Und ein Gewinn für eine Biosphärenregion wären auch die Kommunen rund um Wiesbaden im Main-Taunus-Kreis. Das wäre wirklich gut, wenn Sie sich entschließen würden, mitzumachen. Ich hoffe sehr, dass wir über den Prozess, der jetzt begonnen wurde, Sie überzeugen können und dann ein positives Votum aus dem Main-Taunus-Kreis ebenfalls bekommen. Ich werde am Ende noch einmal darauf zurückkommen. Das in Rede stehende Gebiet ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort und nimmt am deutlichen Wachstum von Bevölkerung, Arbeitsplätzen und Wohnungen in der Region teil. Dieses Wachstum gilt es im Hinblick auf das wertvolle Naturkapital der Region auch entsprechend zu gestalten. Hierzu gehören die Langfristziele der Klimaanpassung. Das ist inzwischen auch in die UNESCO-Kriterien aufgenommen worden. Der Flächenschonung, einer guten Luftqualität, eines nachhaltigen Wasserverbrauchs oder einer modernen Verkehrsplanung. Auch hier gibt es bekanntlich noch einiges zwischen Stadt und Umland zu tun. Zum Beispiel gilt hier das Stichwort City-Bahn-Verlängerung in den Main-Taunus zu erwähnen. Weil die wachsenden Verkehrsströme sollen ja umweltverträglich bewältigt werden können. Aber es gibt natürlich die klassischen Aufgaben auch einer Biosphärenregion. Wie kann Landwirtschaft und Weinbau noch mehr an Aspekten der nachhaltigen und umweltgerechten Bewirtschaftung ausgerichtet werden? Den regional agierenden Unternehmen der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, des Weinbaus und der Gastronomie können in einer Biosphärenregion damit ganz neue Vermarktungsmöglichkeiten eröffnet werden. Vor allen Dingen auch, wenn die regionale Herkunft der Produkte und soweit als möglich auch ihre ökologische Wertigkeit stärker ins Bewusstsein gerückt werden, so wie das in der Rhön ja auch der Fall ist. Und im Naturschutz haben wir, Herr Lenders, z.B. mit der Ausweisung der Kernflächen im Staatswald im Rheingau-Taunus-Kreis bereits eine erste gute Grundlage gelegt. Der Bereich des Wispertaunus, der als weitgehend unzerschnittener Raum vorliegt, ist außergewöhnlich und einmalig. Hier sind auch z.B. seltene Arten wie die Bechsteinfledermaus und die Wildkatze zu Hause, wo es ja auch schon entsprechende Untersuchungen und Würdigungen, Zertifikate gibt. Auf diesen Grundlagen könnten sich mit der Anerkennung als Biosphärenregion vor allem auch Chancen für den Tourismus bieten. Auch das würde wieder zur Wertschöpfung in der Region beitragen. Natürlich hat jede Gemeinde in dieser Region ihre Besonderheit. Diese wird im Rahmen einer Biosphärenregion in keiner Weise geschmälert oder verloren gehen. Im Gegenteil, es geht darum, und das besonders im Tourismus, gemeinsam zu gewinnen und aus dem regionalen Kontext neue Bedeutung und Bekanntheit zu erlangen. Es gibt auch etwas ganz Besonderes bei dieser möglichen Biosphärenregion. Ein
UNESCO-Biosphärengebiet, das eine große Stadt mit über einer Viertelmillion Einwohnerinnen und Einwohner einbezieht, wäre durchaus ein besonderes Merkmal, das die UNESCO überzeugen kann, eine weitere Biosphärenregion in Deutschland auszuweisen. Die Abg. Ursula Hammann hat darauf hingewiesen, dass es erst wenige Regionen gibt, die in ähnlicher Weise, nicht mal ganz so, sondern in ähnlicher Weise überhaupt stattfinden. Wie geht es jetzt konkret weiter? Und dann komme ich noch einmal zu dem Anfang zurück, nämlich die Frage, wie wir die Akteure vor Ort auch einbinden wollen und auch Überzeugung leisten wollen im Main-Taunus-Kreis. Das Umweltministerium wird die Machbarkeitsstudie in einem transparenten Prozess auf Grundlage des Kriterienkatalogs der UNESCO beauftragen, auch in Absprache mit den Akteuren vor Ort, die ja die Grundlage in der Diskussion schon gelegt haben. Und wir legen einen besonders großen Wert auf einen breit angelegten Beteiligungsprozess während der gesamten Diskussion und während der gesamten Entwicklung hin zu einer Biosphärenregion. Der soll alle wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen in der Region einbeziehen, Vertreterinnen und Vertreter der Landkreise, aus Kommunen, aus der Politik, aus der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft, auch natürlich der politischen Parteien hier im Landtag, aber auch Interessensverbände und zivilgesellschaftliche Gruppen. Wir sind wirklich ganz am Anfang eines Prozesses. Zwei kommunale Gebietskörperschaften haben gesagt, ja, wir wollen den Prozess mitgestalten. Die dritte wollen wir noch überzeugen. Dann gibt es den Auftrag für die Machbarkeitsstudie, und dann wird der Prozess gestaltet, an dem alle teilhaben, weil die Biosphärenregion gibt es nur und kann nur erfolgreich sein, wenn alle mitziehen und wenn am Ende alle auch überzeugt sind. Herzlichen Dank fürs Zuhören, und ich hoffe, dass am Ende sich auch wirklich alle beteiligen und dass die Aufregung jetzt vielleicht ein bisschen wieder raus ist nach meiner Rede. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Der Antrag wird, so wie vereinbart, in den Umweltausschuss, den ULA, zur weiteren Beratung verwiesen. Ansonsten treten wir dann jetzt in die vereinbarte Mittagspause ein. Wir setzen die Sitzung fort um 14:30 Uhr.